Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu. Wir sind zurück in Stardew Valley. Hier wollen wir uns gerade wieder ein paar Nesitierchen holen. Ah, the goat. No, I can't get the goat. Okay. Construction. Bahn. Glücksbahn, Deluxe Cop. Okay. Na gut, wir wollten uns Ente holen. Kann ich die wirklich da jetzt mit den anderen dreien packen? Müssen sie streiten? Wie nennen wir die Ente? Die erste Ente nennen wir... Moment. Quark. Macht Sinn, oder? So, da das nicht ausreicht, würde ich gerne noch eine Ente haben. Die heißt Quark und... Quark. Oh, warte mal. Darkwing. Na, wer versteht denn? Okay, kleiner Spaß am Rande. Dann Goat, Ziege. Muss wahrscheinlich da rein, genau. Die erste Ziege, wie nennen wir die Ziege? Oh. Das muss ich jetzt tun. Die Person wird wahrscheinlich dieses Video nie im Leben sehen. Aber vielleicht eine andere Person, die weiß, warum das hier passiert. Und das reicht mir dann schon. So, und die andere nennen wir, ach, Namensfindung. Soll ich vielleicht eine Ziege nach einer Ex-Freundin benennen? Das wäre, glaube ich, unwahr, aber nein, machen wir mal nicht. Wir nennen sie... Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu zurück in Stardew Valley. Was ihr vielleicht letzte Folge gemerkt habt, die war sehr, sehr kurz. Deswegen habe ich, ja, du meintest grüßen, habe ich die Folge direkt hinten nochmal so dran geklatscht. Das ist also sozusagen ein Doppelpack für euch mal, weil es erst halt sehr, sehr kurz geraten ist. Aufgrund der Tatsache, dass ich mein Schaf ja mehr nennen wollte, habe ich ein verwendet, was dummerweise... Von mir nicht bedacht wurde an dieser Stelle war, dass dieser Buchstabe hier ja, meine Aufnahme-Stopptaste ist. Wie gesagt, Dummheit lässt grüßen. Kennt mich sehr gut. Ja, nebenbei an dieser Stelle ist dadurch natürlich die Aufnahme ein wenig kurz geraten. Ja, sorry dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen, einfach riesen sorry. Okay, man sieht nicht, welche Stufe man braucht. Schade. Ja. Deswegen ist das direkt hier hinten dran gesetzt, damit ihr wissen, was sieht. Was ihr verpasst habt, war nicht viel. Ich habe halt die Tiere geholt, habe mich ein bisschen umgeschaut, habe war kurz eine Mine, ein paar Staubis jagen. Ja. Das war eigentlich schon großartig alles. Das war jetzt also nichts Besonderes, ein paar Sachen geerntet. Also. Ja. Großartig nichts verpasst. Oder? Warte mal. War ich danach Community Center? Falls ihr habt das Community Center verpasst. Aber da war nur ein Reward, also nichts Besonderes bei. Auch kein großer, sondern nur weil ein Package voll ist, wie ihr seht, das ist jetzt leer, ist einmal weggebracht. Aber, ja. Also nichts Besonderes eigentlich groß jetzt gewesen. Also verzeiht bitte meinen Fehler. Also falls ihr nicht gesehen habt, wir haben Darkwing. Und wir haben Quark und wir haben Tati und wir haben Mäh. Ja, ist unsere neuen Tiere. Heißt sie herzlich willkommen auf unserer Farm. Sind ein neuer Teil unserer Familie. Hier sind immer noch jede Menge Slimes, die immer mehr werden. Das ist ein höheren Sinn, den ich nicht verstehe. Ich glaube, es ist einfach nur, um Slimes zu töten, damit du eine Stelle hast, wo du ganz schnell hin kannst, Slimes töten. Ich glaube, für mehr ist das wirklich nicht. Finde ich irgendwie Mäh. Ha, Gag. Aber naja. So, was ich jetzt gucken wollte, denn wir haben immer noch keine Schweinchen und ich will endlich Schweinchen, damit ich Büffel haben kann. Und Schafe, damit ich Wolle haben kann. Woll ich mal.
down. Und von hier aus dann. Nee, so oder so ist es ein doofer Weg. Ja, okay, ich dachte hier. Könnte ich was abkürzen. Aber nicht wirklich. Okay, egal. Versuch, mach klug. Versuch, ihn hinten los. Alles klar. Geht über den Friedhof. Ja, jetzt sind wir wirklich in der Aufnahme. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass ich nicht aufnehme. Es ist nur ein ganz kleines Symbol. So ein Kreis, der sich dreht. In Punkte, also kein durchgehender Kreis, der so eine ganz kleine Ecke ist. Der fiel mir einfach nicht auf. Also fiel mich auf, dass er nicht da ist. So. Also ganz großes Sorry, ich kippe immer noch am Kopfknall. Deswegen habt ihr auch was anderes nicht mitbekommen. Zwar, dass ich mir ganz viele neue Spiele geholt habe. Und deswegen vielleicht irgendwann ich drin versinke in den Spielwelten. Und natürlich ist sie jetzt nicht da. Natürlich, selbstverständlich ist sie jetzt nicht da. Ist ja nicht so, dass ich mir mal wieder was holen wollte. Egal. Gehen wir weiter in die Mine. Wieder ein paar Staubis jagen, würde ich sagen. Da fehlten sie ja noch so einige. So einige. Falsches Werkzeug. Das da. Leben. Ist eh ins Wasser gefallen. Brauchen wir eh nicht, also von daher. So, das Schwert bräuchten wir jetzt wahrscheinlich eher. Stufe 60. Und auf geht die Staubijagd. Oh, geht schon gut los. Sehr schön. Ganz viele Staubis. So muss das. Und weiter geht's. Ich höre schon wieder Staubis. Eine Fledermaus, da ist die Fledermaus. Wo sind die Staubis? Hier nicht, aber wieder eine Fledermaus. Ich höre die Staubis, Mensch. Schon wieder eine Fledermaus. Das ist Staubi. Staubis, yeah, Staubis. Für eine Welt mehr Staubis, damit ich mehr von ihnen, die ewige Gründe schicken kann. Also den Staubi-Rivat schaffen wir vielleicht noch, diese anderen komischen Dinger, diese komischen Blutpriester da mit den Kriegern, das glaube ich schaffen wir nicht mehr, weil da brauchen wir auch echt viele. Davon gibt es echt wenig auf den Etagen, finde ich. Und die Slimes, ich glaube die Slimes schaffen wir auch nicht mehr. Gibt zwischendurch immer mal wieder welche, aber ich glaube nicht, dass es so viel ist, dass wir da groß was reißen könnten. Ich wollte auf Mineralien sammeln verzichten. Seit wann sind da Mineralien auf die Treppe, sag mal? Also Leiter meine ich. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht gewesen, na gut. Staubi. Der Geist macht gar nicht. Jetzt macht er. Der arme kleine depressive Geist. So Slimes killen, lass mich auch noch hinreißen. Wie gesagt, davon brauchen wir ja sehr, sehr viele. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber ich will es nicht unversucht lassen. Das würde ich wirklich nicht. Oh, außerdem gibt es hier noch Slime-Eggs und die immer gesehen sind. Wertvoll. Einfach nur mal wertvoll. Würde das diese Slime-Produktionsding da abwerfen, weißt du? Und ich sage, macht Sinn. Weil das macht Geld. Wobei, ich habe da ganz viele Slimes. Wenn ich ganz viele Slimes töte, habe ich die Chance auf ganz viele Eier. Logisch. Ja. Aber zu schnell. Also so hoch ist die Populationsdichte da nicht, dass ich jetzt sagen könnte, da kriegen wir echt viel raus. Kann natürlich jetzt einfach daran liegen, dass nicht so viele Slimes drin sind. Wenn es vielleicht voll ist, vielleicht ne, macht man deutlich schneller was, deutlich schneller Slimes, deutlich mehr Slimes. Kann sein. Muss ich ein bisschen austesten. Aber bis jetzt bin ich von dem Ding nicht begeistert. Muss ich so sagen. Hätte man sich sparen können. Eh nochmal angerannt. Flogen. Ah, du weißt, was ich meine.
Der Weg nach unten muss irgendwo erschienen sein. Irgendwo ist gut. Schon bald wieder 8 Uhr. Lol. Direkt vom Eingang ist der Ausgang. Darauf kommt doch keine Sau, ey. So, wie viel Leben? Oh, schon ganz schön viel Leben so gesammelt. Ein depressiver Geist. Ach, ich mag die. So, schon nach 8 müssen also bald mal aus der Mine raus. Ich glaube, das war letztes Mal auch noch passiert, eine Folge, die ihr leider nicht sehen konntet, dass ich ein bisschen zu spät aus der Mine raus bin, weil ich so im Rehen war und dann die Zeit vergessen habe. Aber ich dachte, mich bricht ein wenig, was mal so, wie so in letzter Zeit passiert ist. Dann nehme ich es nicht auf. Da ich nicht weiß, was aufgenommen, was nicht aufgenommen ist, möchte ich natürlich jetzt nicht doppelt erzählen. Gut, habe ich aber noch erwähnt, wie gesagt, dass ich mir neue Spiele geholt habe. Und dort wahrscheinlich so ein bisschen versinken werde. Aufgrund der Tatsache, dass ich doch dann, wenn ich neue Spiele habe, gerne mal ein bisschen viel Zeit damit verbringe. Zum Leidwesen aller. Selbst mir selbst sagt man das so. Selbst meiner Person wird nur mit geschadet, aber. Was soll man machen, wenn man Gamer ist, ne? Was soll man machen? Okay. Die Dinger habe ich eigentlich immer weggemacht, ne? Ja. So. Bevor ich wieder bei den Tierchen vergessen, schnell mal hinten zugemacht. Dann haben wir hier nochmal Honig fertig. Nehmen wir natürlich mit. Und verhökern wir. Hier unten ist fertig. Alles klar, dann würde ich sagen, ab ins Bettchen, geschlafen. Schwuppdiwupp, ab ins Bett. Gute Nacht. Ja, diesmal dürfte es ein bisschen Geld geben. Ja, 4-5. Tag 19 des Sommers, im Jahr 2. Alles klar. Abbremsesystem, Feder und wir wollen hier keine Zeit verschwenden. Was gibt's hier? Nichts. Okay. Wir haben Post. Und wir haben wieder Hopfen. Und wir haben wieder Blaubeeren. Yay, Blueberry. I like Blueberries. Sehr schön. So, dann sind jetzt noch ein, zwei Maisfelder wahrscheinlich wieder fertig. Wenn man wieder nicht sieht, welche so richtig. Na, rum da jetzt. So. Na, erst. Genau. So, jetzt können wir doch direkt hier Blaubeeren bestimmt reinmachen, ne? Also da reinmachen, nicht essen. Du versuchst es immer wieder. Du willst einfach nur Blaubeeren essen. Gib's doch zu. So, ich würde gerne auch die nicht gönnen auf ihm. Nee, macht er nicht. Jetzt hör auf, die mal zu essen zu wollen. Ey, sag mal. Verfressener Kerl. Nee. Was habe ich gerade gesagt? So, fein. So, was haben wir denn hier? 50 Holz?
Danke? Ich habe hier so 50 Holz rumzulegen, hier, nimm. Hä? Okay, Robin, ich nehme es ja gut, aber. Hä? Naja. So. Bock. Wieder kein weißes Ei. Wieder nicht vier Eier. Erst mal. Hühnchen. Seid ihr unzufrieden, weil jetzt da, weiß ich nicht, Enten bei euch mit drin sind? Ist das, muss man die getrennt halten? Dass sie zufrieden sind? Vorstellen kann ich es mir, aber ich hoffe mal nicht, dass es das ist, weil sonst doof. Sonst einfach mal doof. So. Ob ich die Ziegen schon melken? Die frisch nichts. Nummer 4. Nummer 4. Fehlt wirklich nichts. Schweinerei. So, kann ich den Ziegen schon melken? Nee, ne? Das dachte ich mir. Ist okay. Komme ich schon mit zurecht. Ist okay. Ist okay. So, lassen wir mal raus. So, wie sie sich direkt hier auf das Gras stürzen, als hätten sie jahrelang nichts zu essen bekommen. Ab und zu. Apropos. Ja, links essen bekommen, du kommst mal über ein bisschen Wasser, junger Mann, ne? Mir hat niemand gesagt, dass man einen Hund so oft füttern muss. Nein, Spaß. Jo. Dann war es das hier erstmal. Wollen wir in die Mine ein bisschen Staubis jagen, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Jagen wir nochmal Staubis. Oder auch nicht, weil hier einfach keine Staubis sind. Nö. Einfach mal eiskalt ausgewichen. Nö. Oh. Da konnte ich ja gar nicht langlaufen. Mein Fehler. Ach, diese Fledermäuse nerven doch einfach nur. Ich bin eigentlich ein Fan von Fledermäusen. Ich mag Fledermäuse. Fledermäuse sind voll süß. Ja. Aber in diesem Spiel sind sie nervig. Und nichts anderes. Man braucht die nicht mal für viel. Also die Fledermausflügel jetzt. Wenn es irgendwie so das geile Crafting-Item wäre, weißt du. Für voll die krassen Items und so, dann würde ich sagen, yay! Ich kann jetzt wieder ein geiles Ding aus Fledermausflügel machen oder so, ne? Ja, dann wäre okay, aber so. Mann. So sind sie einfach nur nervig. Stimmt, hier war ja schon Weg runter. Ich blick gerade, wo ist der Weg wieder runter? Dabei weiß ich das schon längst. Brauche ich die Sense in der Hand? Weil ich mir dachte, Staubis kann man wegsensen. Das macht keinen Sinn, was du redest. Stimmt. Dem stimme ich absolut zu. Ohne ein Widerwort. Soll ja auch keinen Sinn machen, so unterhalten, ne? Oder zum Einschlafen helfen. Was da überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meiner Stimme, glaube ich, hilft man eher zum Einschlafen. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Ich habe mir auch sehr gerne Let's Plays vom Schlafengehen angeschaut und war dann immer mehr müde. Also, kommt wann von wem? Also von Hand auf Platz, glaube ich, sollte man vor dem Schlafengehen jetzt nicht unbedingt Let's Plays gucken. Warum nur? Gab's andere YouTuber, die ich wirklich gerne. Also Let's Play muss man ja sagen. Die ich mir gerne von Schlafen gehen. Noch ein wenig angehört habe. Unter anderem der gute alte Krunk. Das Urgestein Let's Player. Besonders Minecraft war, glaube ich, dann so Let's Play, was ich
Ich will nicht behaupten, dass ich echt alle 1000 gesehen habe oder über 1000 Folgen sind es ja. Will ich echt nicht behaupten, aber jeden Abend, wo ich den abends immer dachte, hey komm, guckst du mal was ein bisschen zur Entspannung, so ein bisschen was zum Abschalten, waren es meistens die Minecraft Let's Plays vom Kronk. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das konnte ich echt abends nochmal ein bisschen Kopf frei kriegen, abschalten. Ich will nicht sagen, dass er seichte Unterhaltung macht. Um Gottes Willen, der macht manchmal sehr tiefgründige Gespräche und alles, nur so. Von daher will ich nicht sagen, dass da irgendwas seicht ist oder so, aber es ist seine ruhige Stimme, seine Art zu reden, seine Art zu erklären. Es ist schon beruhigend. Ich bin ja direkt beim Eingang. Ist das ein neuer Trend hier oder was? Neuer Stardew Valley Trend. Ich würde schon sagen, ich habe noch kein gehört. Ich will durch. Durchwillig. Lass mich durch. Ich muss Staubis jagen. Da sind wieder welche. Sehr schön. Ich hoffe, uns fehlen da nicht mehr allzu viele, weil allzu oft will ich jetzt mit euch hier nicht in die Staubis jagen gehen, weil es, denke ich mal, mit der Zeit auch ein bisschen langweilig. Immer das Gleiche. Da bietet es Zeit über die bestimmt noch mehr Möglichkeiten der Abwechslung als Staubis jagen. Oder generell Monster jagen. Müssen ja noch ein paar andere Monster jagen. Wobei, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir alles schaffen. Im Winter können wir eigentlich relativ viel jagen. Dann, aber ob das reicht, ich weiß ja nicht. Ich denke ja nicht. Aber versuchen wir mal, wie gesagt. Weil ich wirklich überlege, ob ich mich lieber auf die Slimes konzentriere, dann, weil die können wir einfach alle Etagen durchweg einfach hinterher wegjagen. Während die anderen wirklich eher in die höheren Etagen angesiedelt sind und ja, wenig vorkommen, aber wirklich viele braucht. Wobei ist es schon klug, eigentlich glaube ich, alle Monster erstmal aktiv zu jagen, außer die Slimes, weil die Slimes ganz nebenbei schon, ja, mit abgrasen, sag ich mal, weil die einfach überall sind. Weil die halt einfach schon überall mal sind. Gemeiner wär's, wenn man x viel blaue, x viel grüne, x viel rote jagen müsste. Das wäre wirklich so ganz explizit. Welche jagen müsste, das wäre gemein. Da sind auch Staubis, sehr schön. Ich wollte schon meinen, irgendwo müssen langsam mal wieder welche kommen. So, Stufe 70. Oh, gab es hier noch Staubis? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, hier waren glaube ich jetzt nur jede Menge Skelette. Ich glaube, ich gehe mal raus. Weil, dann will ich gucken, wie viel Staubis ich noch brauche. Und ich glaube, ich habe so ein paar Sachen, die ich da verkaufen kann. Bei der Abenteuer-Gilden-Zentrale hier. Ich bin überlegen, immer noch an diesen Lava-Katana. Das ist schon Lava-Katana. Was? Immer noch so viele? Das sind diese Wild Spirits, oder? Nee, das Bild sind's. Oh Gott, jetzt dachte ich schon. Wild Spirits waren die anderen. Genau. Boah, ich dachte noch fast 150, Alter. Boah. Gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir mal die Folge, meine ganze Folge. Yay! Ja, und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch diese hat gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen oder einen Kommentar da. Würde mich riesig freuen. Und bis dahin. Tschüss.